Gut. Feld ist fertig. Siegmaschinen lasse ich dran. Nachher loslegen noch mit. Weizenaussaat. Gut, dann lege ich mal los hier. Fahre ich nach unten zuerst. Mach das Feld. LU weiß auch Bescheid. 180er sollen sie pressen. Die Ballen. Mensch. Was ist ihm der Händen? Ne? Hat er schon wieder getrunken oder was? Normalerweise müsste man ja die Polizei anrufen. Mittags und der ist schon wieder voll oder was? Nee, nee. Leute gibt's, die gibt's gar nicht. Ach, jetzt hält er hier auch noch den Verkehr auf. Oh. Wie gut, dass ich hier abbiegen muss. Hier, warte mal. Doch fahren wir mal ein Stückchen weiter nach hinten. Tun wir mal so, tun wir doch mal. Nee, nee, also ich glaube, der Heldner hat gesunken. So wie der eben gefahren ist da vorne. Das sah ja überhaupt nicht gut aus. So, wenn dann das Ballenpressen durch ist, dann muss ich mal anrufen, was er jetzt nochmal kriegt, denn insgesamt fürs Mähen, fürs Einsammeln, für das Feld und dann hier fürs Ballenpressen. Ja, günstig wird es wahrscheinlich nicht. 20.000, denke ich mal, haben wir auch wieder auf der Uhr. Günstig wird das wohl wahrscheinlich nicht. Naja, gut. Heutigen Preise, ne? Wie alles zurzeit nicht sehr günstig. So, zweimal Vorgewende, ja, bei der Fläche hier. Ach, ich glaube, da hinten kommt er schon. Nächste. Ich habe die Rundumleuchte noch an.
So. Da ist er schon, oh, ob er mit der Presse hier überhaupt reinkommt. Muss er oben reinfahren. Ich glaube, oben war noch eine Einfahrt. So muss er oben reinfahren. Ja. Sieht so aus, als wenn er das schafft. Ja, doch, so. Sieht ganz gut aus. Wir stehen hier, ne? Na, wunderbar. Scheint er zu laufen bei der Presse. Bin mal gespannt, wie viel ich nachher hier zusammenkriege. Das war ja nicht sehr doll hier, was hier drauf war. So wie das aussieht, kommt ja auch nicht viel zusammen. Dann noch nicht einen Ballen draußen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schlechte Ernte dieses Jahr. So. Das ist schon mal wieder gut. Wollen wir hier Tau. Ist aber schon jetzt was rausgekommen, ballenmäßig? Ja nicht so aus, ne? Ich glaube, da ist gerade der erste Ball rausgekommen. Oh Mann, ey. Ja, das kann ja wieder was werden hier. Vielleicht wieder wegen zwei Ballen hier hin oder so, was denn? Na gut. Ich glaube, einer mehr kommt wohl raus. Ja, ich sag's ja. Dieses Jahr war nicht toll mit der Ernte. Jetzt einmal zum Hof die beiden kleinen Wiesen dann noch und dann warst du doch schon wieder mit Schwaden und Heu machen. Nur Heuabtransport.
Na, hier kommt er noch weniger zusammen. Das ist ja. Das ist ja gar nichts hier. Naja, nehmen wir einfach so mit. Schön ist was anderes, aber naja. Da lande ich doch echt im Busch. Hier lohnt ja gar nicht, noch ein zweites Mal Vorwände zu machen. Hierfür ist mein Schwader ja auch schon wieder fast viel zu groß. Da muss ich ja mehr rückwärts fahren und rangieren als andere. Ich überlege mir, ob ich da nächstes Jahr hier noch was drauf mache. Grasmäßig. Oder ich mache den Zaun weg. Dann kann ich durchfahren um einen. Dann würde das ein bisschen mehr bringen, als was das hier jetzt. Ich denke mal, ich hoffe mal, dass er das so mitnimmt, das Stückchen, was da noch liegt, dass ich noch extra aufschwaden brauche. Gut. Gut, dann aufs letzte Feld. Ich denke mal, er sollte, denke ich mal, auch mit der Presse gleich schon hier sein. Ein bisschen beeilen, damit er nicht steht oder sowas. Oder nicht unbedingt nicht zu lange steht. Ich habe das vorher auf jeden Fall noch vor dem Regen runtergekriegt und das ist mir. Das ist Hauptsache. Gut, hier mache ich dann noch wieder zweimal Vorgewende. Ja. Gut. Passt.